Da möchte doch jeder gern ein Stück abbeißen. Tiefkühlpizza steht bei Verbrauchern ungebrochen hoch im Kurs. Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr gut 825 Millionen Tiefkühlpizzen verzehrt. Der Lebensmittelkonzern Nestle hat Europas modernstes Tiefkühlpizzawerk im saarländischen Nonnweiler eröffnet und investiert damit weiter in den Wachstumsmarkt für Tiefkühlprodukte. Im Beisein von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, Nestle-Deutschlandchef Gerhard Bersenbrügge und Nestle-Generaldirektor Prof. Dr. Werner Bauer sowie zahlreichen Medienvertretern wurde das neue Pizzawerk jetzt in Betrieb genommen. Ich habe ja schon mal bekannt, dass ohne Tiefkühlpizza sozusagen meine Karriere gar nicht machbar gewesen wäre, weil sie mir über viele Küchensituationen hinweg geholfen hat. Dieses Werk ist eine Investition in die Zukunft. Es wird den Standort sichern, es wird neue Arbeitsplätze bringen. Und insofern ist das ein guter Tag für die Region und für das ganze Land. Zusätzlich 70 Millionen Pizzen sollen hier jährlich vom Band laufen. Damit wird die Produktionskapazität auf 350 Millionen Tiefkühlprodukte im Jahr ansteigen. Wir sehen im Tiefkühlpizzamarkt immer noch deutliches Potenzial. Ja, wir haben hier über die letzten Monate und Jahre eigentlich an der Kapazitätsobergrenze produziert und müssten deswegen, sage ich mal, diese Investitionen tätigen, um die Kapazität auch wieder aufzubauen. Die neue Produktionsanlage wurde nach den aktuellsten Maßstäben für Technologie, Lärm- und Umweltschutz gebaut und ermöglicht gegenüber älteren Anlagen einen geringeren Wasser- und Energieverbrauch. Gleichzeitig wird so weniger CO2 ausgestoßen. Wir haben schon von vornherein beabsichtigt, die beste Technologie hineinzunehmen, auch ökologisch gesehen. Das heißt also geringer Wasserverbrauch, Nutzung der Wärmeenergie, Rückgewinnung der Wärme, all das ist hier reingeflossen. Tradition und moderne Technologie. Beides wird mit der Werkseröffnung in Nonnweiler vereint und schafft mit 50 neuen Arbeitsplätzen wirtschaftliche Impulse für die Region. Ebenso wie eine zukunftsorientierte Hinwendung zu internationalen Märkten.